Hallo und willkommen zu einem neuen Manga-Review. Heute möchte ich einen besonderen Manga vorstellen, Novel, je nachdem. Also auf jeden Fall geht es erstmal um Sword Art Online. Viele werden wahrscheinlich die Anime-Serie kennen. Ich habe mir noch als wahrer Fan habe ich mir noch die Bücher geholt. Und ja, das Dumme ist nur, das ist das erste Band von Fable Dance, also nicht der, nicht Einkrad, oder wie man es sagen will. Den habe ich mir zwar bestellt und warte schon seit ewigen Monaten, bis er ankommt, aber naja. Jedenfalls ist er hier auf Englisch. Das ist das Novel dazu. Jedenfalls von 1 Grad ist das Novel. Ist groß wie ein ganz normales Buch und keine Bilder. Was halt so ein Novel halt eben ist, normal. Auch ebenfalls auf Englisch. Gut, es sind ein paar Bilder dabei, aber dann doch eher als Text, als Buch. Ich finde, Moment. Eins nach dem anderen. Hier der Manga, finde ich ganz gut gelungen. Die Zeichnung ist auch sehr gut. Erzählt nichts Neues, halt ist halt ganz normal die Geschichte. Und aber so als Buch, dass man es halt nochmal hat, finde ich es richtig gut gemacht. Vor allem für jeden für jeden Sword Art Online Fan ist es sicher eine schöne Sache, sowas zu haben. Da gibt es mehrere Teile, Bände meine ich. Ich glaube, noch einen zweiten oder dritten gibt es, habe ich noch nicht bekommen. Dauert immer alles bei denen mit der Bestellung so lang. Was ist das? Ne, okay. Gut, der weg. So, jetzt zum Novel. Ach ja, Moment. Ja, 13 Euro hat er gekostet. Das werde ich heute kaum erzählen müssen, worum es da geht. Ich meine, ich nehme doch streng an, dass die, wo meinen Kanal anschauen, ihn auch wahrscheinlich kennen werden. Gut, jetzt aber zum Novel. Ich guck gerade den Preis. Moment. Aha, ebenfalls 13 Euro. Und das erzählt quasi, das ist nichts anderes, also nicht anders als beim Manga, bloß halt als Novel. Als Geschichte halt. Ja. Rauschen, zeigen kann ich euch ja wenig, weil das ist halt eben alles in Schrift. Okay, ich glaube ganz scheiße und Müll. Jedenfalls ist es der zweite Band. Ich warte eigentlich immer noch den ersten, deswegen habe ich den noch nicht gelesen. Und mal schauen, was da man denke ich ankommt. Gut, okay. Das war's dann für diese Folge, für diese Review. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.